Ich habe ein Ziel und das ist es, Mario Bros. Wonder komplett ohne Münzen durchzuspielen. Um das Ganze etwas spannender zu gestalten, werde ich bei eingesammelten Münzen heute eine Ekelbohne mit Geschmäckern wie zum Beispiel vergammelte Eier oder verrotteten Fisch essen. Dabei entscheidet das Bestrafungsrad, welche Geschmackssorte ich mir reinziehen muss. Mario Wonder ohne Münzen durchzuspielen ist wirklich härter als gedacht. Und Freunde, guckt euch mal diese Sorten an, die es hier gibt von diesen Ekelbohnen. Es gibt einmal stinkende Socken, dreckiges Geschirr, toter Fisch, verrottetes Ei. Oh, das wird wunderbar. Ich freue mich schon. Wir sind in der zweiten Welt stehen geblieben und machen mal mit dem Schwebehochsprung weiter. Unser jetziges Problem ist, wir müssen irgendwie drei Wundersamen besorgen. Und das ist irgendwie... Oh nein, wait a minute, ich erinnere mich. Ich glaube, dieses Level war so gut wie unmöglich. Also man kann es zwar immer wieder hier hochschaffen, aber ich glaube, spätestens hier hinten endet irgendwo die Reise, wenn ich mich nicht ganz... Ja, hier oben endet die Reise. Kann man das nicht wirklich irgendwie schaffen? Nee, ich glaube nicht. Ah, man kann auf jeden Fall am Rand stehen bleiben. Wait a minute. Alter, warte mal. Ich werde mich auf jeden Fall klein machen lassen, was ich normalerweise nie tue. Nein! Alter, das ging jetzt ganz schön schnell mit der ersten Ekelbohne. Vor allem das Glücksrad entscheidet darüber, welche Ekelbohne ich benutze. Wir drehen dran. Und die erste Ekelbohne, die orangene. Juicy Pear Booger. Bin gespannt, wie ekelhaft diese Dinger wirklich sind. Okay, wir haben hier die erste Ekelbohne. Die grüne. Rein damit. Boah. Bro, die ist übelst am Stinken. Alter, die stinkt ja sogar, Moment. Boah, das ist richtig widerlich. Alter, das stinkt wirklich wie, das stinkt wie meine ungewaschene Unterhose. Bro, warum ist das so widerlich, Alter? Ja, guck mal, es geht. Man kann tatsächlich einfach rüberjumpen. Also einfach ist natürlich relativ. Aber dafür kommt jetzt... Es riecht immer noch nach der Bohne. Das kann doch nicht sein. Dafür kommt die nächste Herausforderung. Was? Geil! Bro, ist das heftig. Oh mein Gott. Okay, vorsichtig. Springe auf gar keinen Fall gegen irgendeine Blume oder sonst was. Oh Mann, ich hätte mir eigentlich gewünscht, hier über eine Blume zu springen. Ich hätte... Nein, 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 nein. Okay, alles gut. Die Lila... Nein, hallo, bitte nicht sterben, Mario. Wir hatten ein, zwei sehr knifflige Sprünge. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Level ohne Münze möglich ist. Aber wir haben es geschafft. Junge, ich bin so gespannt auf diese anderen Sorten. Vor allem sowas wie dreckiges Geschirr. Ich glaube, jeder kennt diesen Moment, wenn man irgendwie in den Geschirrspüler packt oder halt in die Spüle. Und dann hast du da in dem Wasser noch so Essensreste, das ist immer so... Okay, zwei Wundersamen fehlen uns noch. Und ich habe keine Ahnung, ob man vielleicht die Kampfarena nutzen kann, wenn wir ganz vorsichtig sind. Ich habe durchgehend diesen dreckigen Geruch in meiner Nase und wirklich, also klar, man kann jetzt sagen, ich übertreibe, aber ich finde den echt nicht angenehm, diesen Geruch. Der ist jetzt durchgehend hier drunter. Da die Frage wahrscheinlich kommen würde, es gibt die Dinger ganz stinknormal auf Amazon. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, stinknormal. Also wir haben hier weit und breit tatsächlich keine Münze. Das kann doch nicht sein! Okay, alles gut. Items verloren. Aber hier im ersten Abteil ist noch keine einzige Münze. Das ist unser Vorteil tatsächlich. Sehr, sehr cool. So, du gehst auch einmal down, aber auf süßer Basis. So, dich nehmen wir auch nochmal hops. Und dich nehmen wir auch noch. Ach, der da oben ist nicht hops gegangen. Sobald ich einatme, das stinkt richtig widerlich. Na gut, okay. Das haben wir schon mal geschafft ohne Münze. Kurzer Beweis, oben links ist keine Münze. Jetzt, let's go. Ah, ich glaube, bei diesen Dingern könnte es widerlicher werden, oder? Da lassen die eine Münze? Ich glaube, wir kann man hier überhaupt Münzen einsammeln? Geiles Level. Ja, dann sind Kampfarenen ja ultra geschenkt. Also es wäre richtig sexy maxi, wenn das wirklich einfach geschenkt wäre. So, du gehst einmal aus dem Weg. Zaccarino, du auch. Und ey, keine einzige Münze bisher. Wir gucken uns nochmal den Beweis an. Man sieht hier oben links, da ist nix. Hey, wow. Ja, okay, Hammer. Oh, nee. Ich habe immer Angst vor diesen Musikblöcken, weil hier sind sehr, sehr random Sachen drin. Ein Glück wurden wir da jetzt nicht hops genommen. Wir können immer noch sterben, weil ich Vollidiot natürlich mein Item abgeben musste. Nein, ich bin so blöd, ich kann die ja von unten eliminieren. Und tatsächlich war hier weit und breit keine einzige Münze. Also wir merken uns, Kampfarenen sind richtig gut hierfür. Und wir wurden gerade fast von dem Hammer noch getroffen. Jetzt dürfen wir einfach nicht nach... Oh, was? Wir haben eine lila Münze eingesammelt. Okay, und wir haben Old Bandage, also quasi altes Verband. Das ist diese fleckige Bohne hier. Oh, das riecht auch wieder so künstlich. Mal gucken, wie ein altes Verband schmeckt. Oh mein Gott.
Wie gut, das ist so krass gemacht, das ist keine Werbung oder so. Aber, Alter, sind diese Geschmäcker gut nachgemacht. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Boah, aber für alle, die es nicht glauben, bestellt es euch nach. 8 Euro die Packung oder so. Wie gesagt, kein Placement, aber es ist krass. Okay, ich habe es hinter mich gebracht, aber diesmal warten wir. Scheibenkleister hier vorne. Die spawnen diese 10er-Münzen auch irgendwann mal? Bleiben die jetzt durchgehend hier? Ach, Scheibenkleister, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie durchgehend hier bleiben. Okay. Okay. Ja, let's go! Ich hab's durch den Parcours geschafft. Woo! Ich habe immer noch diesen sehr, sehr widerlichen Geschmack im Mund. Das schmeckt halt auch gar nicht mal so gesund an der Stelle. Leider fehlt uns noch ein Wundersamen. Deswegen gehen wir geschwind Verschnaufspause über den Wolken. Ich bin mir jetzt unsicher, ob es da normale Münzen gibt. Das Level haben wir freigeschaltet nach dem letzten Level, was wir im letzten Part gelöst haben. Ja, kacke, verdammt. Das wird spannend. Das wird sehr, sehr spannend, leider. Ja, und ich habe die Münze eingesammelt. Let's go! Woo! Wir drehen wieder an dem Kackding und es kommt raus. Oh-oh. Seht ihr das Orangene? Da steht Stinky Socks. Also stinkende Socken. Und das sind die Dinger hier? Ich schnüffel erstmal dran. Es riecht auf jeden Fall schon sehr weird. Okay, stinkende Socken ins Maul. Let's go. Boah. Boah. Okay. Ich muss aber ehrlich sagen, das geht sogar. Das ist nicht so widerlich wie die anderen Geschmacksrichtungen. Oh, wait a minute. Wir haben hier noch ein Level. Rätsel der Verstecke. Ich glaube, da sind keine Münzen drin. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht. Okay, let's go. Sind hier irgendwo... Hier sind Münzen? Und ich glaube, das ist schon ein Hinweis, ne? Ich glaube, das ist schon ein Hinweis dort drüben. Okay, kann man dieses Level ohne Münzen abschließen? Das ist die Frage, die man sich stellt. Guck mal, bam. Hier ist auf jeden Fall so eine Wundermarke. Geil. Ah, ich hab das. Ach, shit, ich hab das Gefühl, dass hier halt irgendwo was ist. Nein! Ja, kacke. Nee, das geht nicht. Wir müssen hier gegenspringen. Bro. Nächste Kackbohne, die ich mir jetzt reinpfeife. Wir haben hier. Oh oh. Toten Fisch. Na, wunderbar. Es riecht wieder sehr künstlich. Ich freue mich schon auf den Geschmack. Alter. ist aber nicht so schlimm wie das Wurstströmming, ich sag's wie es ist. Also Freunde, ich gehe mal jetzt in dieses Level hier hineingegangen, in der Hoffnung, dass man hier keine Münze einsammeln muss. Ne, unter der Voraussetzung bitte, das ist voll egal, dass wir unser Item verlieren. Finde ich sogar richtig gut, dass wir dieses Item verlieren, weil wie gesagt, als kleiner Mario ist man deutlich besser unterwegs als großer Mario. Okay, warte mal, wir kriegen das schon hin. Wir können prinzipiell... Nein, oh Mann! Ihr Drecksviecher, ihr habt mir... Oh nein, ihr habt mir alles versaut! Das ist gar nicht mal so gut, denn ich wollte mich jetzt hochglitschen. Also glitschen in Anführungszeichen. Kann man einfach durch die durchspringen? Ja, man kann durch die durchspringen. Sehr schön, Gumbas. War mir eine Ehre, mit euch zu quatschen. So, du gehst einmal weg. Oh nein. Ich habe halt immer Angst vor irgendwelchen Items oder Tieren, die Münzen für einen einsammeln. Das wäre halt gar nicht mal so cool tatsächlich. Okay, here we go. Mittelflagge sammeln. Ja, bringt eh nichts. Eigentlich brauche ich die nie einsammeln. So, du haust ab und sammelst nichts für mich ein, okay? Danke, nett von dir. So, du gehst hier rein, aber sammelst nichts ein, okay? Danke, nett von dir. So, wir sammeln auf gar keinen Fall diese Wunderblume ein, weil die ist egal. Die Drugflower oder sonst was. Wir können das Level... Oh, oh. Beenden, ohne eine Münze einzusammeln. Das sieht aktuell ziemlich gut aus. Okay, da kommt doch direkt Mickey Maus raus und ist bereit fürs Wunderhaus. Diese Dreckseule. Oh, bitte geh weg. Geh weg. Ja, geh weg, Mann. Okay. Alter, ich habe einen halben Herzinfarkt bei diesem Level. Es ist vorbei, oder? Es müsste vorbei sein. Es ist vorbei, Freunde. Wir haben keine einzige Münze eingesammelt und wir haben jetzt 9 Wunder Samen, um in der zweiten Welt weiterzukommen. Let's freaking go, Malaka. Geil. Boah, ich habe so einen chemischen und ekelhaften Geschmack im Mund. So ein Mischmasch aus allem. Alright, 9 Wundersamen. Das bedeutet, wir müssen insgesamt in Anführungszeichen nur noch 5 Stück einsammeln und dann haben wir's. Dann haben wir auch die zweite Welt schon absolviert. Okay, what's poppin'? Watteweiche Flauschplattform. Das klingt doch nett, Kappa. Ja, die Frage ist natürlich, inwieweit dieses Level ohne Münze absolvierbar ist. Das ist ja die Frage, die wir uns hier immer stellen. Kann man dieses... Oh mein Gott, ich hab fast übersehen, dass hier eine Kackmünzen auf dem Boden sind. Oh. Geht das Ding nach oben? Nee.
Oh, oh, Hilfe, Hilfe. Das Ding kracht durch, wenn wir länger draufstehen. Okay. Ich hab Schiss. Bitte ist hier keine Münze drin. Bitte ist hier keine Münze drin. Bitte ist hier keine Münze drin. Bitte ist keine versteckte. Geh weg, Mario. Dankeschön. Er läuft doch einigermaßen, oder? Wir skippen das komplette Level, aber genau das ist der Sinn dieser Challenge hier, Freunde. So, alles andere ist ja echt egal. Okay, shit, shit, shit. We got it. Oh, no. Koopa, ich hasse dich. Nein, okay. Oh, nein. Diese beide sorgen dafür. Oh, oh. Jetzt haben wir wirklich ein dickes Problem. Es darf halt kein dreckiger Koopa hier entlang laufen. Und die werden irgendwie nachproduziert, ne? Shit. Ich habe eine... Nee, ich habe doch eine Idee. Einfach hier runter her. Oh, Jemini, damn, boy. Krass, dass das so funktioniert. Okay, kann ich da nach oben hin? Nein, aber ist mir auch egal. Okay, es ist vorbei, es ist vorbei. Ja, woohoo, let's go. Ein Glück ist dieses Level möglich. Schön, einfach nur schön, der Hase läuft. Alright, so, das Luftschiff-Level. Lieber Kamek, bitte tret mir in mein Gesicht, denn ich liebe dich oder so. Zauber's ruhig her, auch dieses Level bekommen wir irgendwie gemeistert. Ey, dieser Geruch, ne? Ich weiß, ich beschwere mich und mache viel Mimimi, aber dieser Geruch klebt so in der Nase fest. Warum klebt dieser Geruch so in der Nase fest? Oh, Freunde, das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Okay, bei diesem Level müssen wir ultra vorsichtig sein, denn ich erinnere mich hier, das ist dieses Feuerwerkslevel, wo wir vom Ding her mit Feuerwerk nach oben schießen. Und ich glaube, das Risiko, dass man mit Feuerwerk irgendetwas trifft, ist ziemlich hoch. Deswegen, liebe Feuerwerkskörper am Boden, bitte, bitte bleibt einfach am Boden. Lasst mich einfach in Ruhe. Wir können hier gemeinsam leben, ohne dass jemand sterben muss. Das wäre doch ganz cool, oder? Ich hoffe, dass dieses Level ohne Münze einzusammeln möglich ist. Ich weiß ja nicht, wie sich das noch weiterentwickelt, so auf süß. Normalerweise könnte man nach oben und sich die 10er-Münze abholen. Machen wir jetzt nicht? Ja, genau. Für diese Stelle brauchst du halt so ein Ding. Und das kommt uns jetzt entgegengekracht hier unten. Okay, einmal nach oben, bitte. Okay, es kommen Münzen runter. Das ist das Einzige, was hier gefährlich wurde. Yes! Oh nein, oh mein Gott, bitte ist hier keine Münze drin, bitte. Ja, danke schön, liebe Wolken. Wir dürfen rein gar nichts oben berühren. Nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren. Einfach durch. Und wir genau... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Muss man das Level nicht sogar... Nein, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, man muss die Luftschiff-Level so spielen, dass man das einsammelt, oder? Boah, guck mal, spätestens hier ist auch eine ekelhafte Szene, wenn man so ein bisschen unter Zeitdruck hier langläuft. Hallo, liebe Bob Oms, bitte lasst mich so weit in Ruhe. Ich mag nicht mehr, verstanden? Alright, rein in die Masse. Ich bin mir halt unsicher. Ich meine, in diesen Leveln gab es keinen Wundersamen, oder? Oder bekommt man den Wundersamen am Ende wirklich nur, wenn man die... Oh nein, ich glaube, ich hätte die Wunderblumen benutzen müssen, oder? Okay, Freunde, here we go. Nein! Ah, da kommen noch andere Dinge raus. Puh, Schwein gehabt. Bam! Digga, es kann nicht sein. Jetzt mach doch einfach den Kacki kaputt, okay, oder? Ja, danke, dass ich die Wunderblume... Bro, wo habe ich Münzen eingesammelt? Wo habe ich gerade 2 Münzen eingesammelt? Ist das ein Rätsel? Okay. Oh, wir sind auf Toasted Marshmallow Stinkbug. Na dann, cheers. Boah! Alter! Das ist richtig widerlich. Boah, das ist richtig... Pfui Teufel! Das ist richtig... Ist das widerlich? Oh mein Gott, boah. Okay, man muss vorsichtig sein, weil es kommt leider ein Münzen. Es kam ein Münzenhaufen mit nach unten. Okay, meine ganze Fresse schmeckt nach vergammelten Eiern und es... Oh mein Gott! Oh Mann, natürlich müssen seine Schüsse jetzt irgendwelche Münzen freischalten. Mach mal lieber den Weg frei hier, Bro. Mach mal den Weg frei. Aber ohne Münzen. Okay, danke, dass du keine Münzen freigeschaltet hast. Vielen Dank. Oh Gott, ja, schieß mal das hier. Nein! Ah! Digga, ich krieg gleich einen Schlaganfall. Hilfe! Ist das ein Kuh? Okay, here we go again. Also, ja, gut, wie weichen wir am besten aus, ist die Frage, ne? Weil leider müssen diese Blöcke ja auch Münzen hergeben, was richtig kacke ist. Und ich habe jetzt auch keinen Pilz mehr. Also, die Ausgangsposition sieht gar nicht mehr mal so krass aus. Ich sag's, wie es ist. Wir haben zwar vorhin... Oh, nein, 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 nein! Solche Mini-Teile hier eingesammelt, aber die zählen nicht. Hallo! Zumindest erst, wenn wir... Oh, Mann! Jetzt mach den Weg hier frei! Na, erst, wenn wir ein Ganzes zusammen haben, weil ansonsten wird's echt... Mann, was ist das für ein Kacklevel?
Okay, here we go again. So, was kriegen wir jetzt für eine Kackbohne? Honey, schon wieder verrottete Eier! Ein paar Sekunden später. Okay, Freunde, ein Schuss noch und wir haben's. Jetzt dürfen wir auf gar keinen Fall in so eine Münze reinfallen und wir haben's tatsächlich geschafft. Alter Vater. Guckt nach oben links, wir haben den wundersamen Level erhalten, ohne eine einzige Münze einzusammeln. Und das war eine schwierige Geburt. Das war eine sehr schwierige Geburt. Okay, Freunde, wir haben jetzt insgesamt 11 Wundersamen, fehlen noch 3 hier in der zweiten Welt, um diese zu absolvieren. Alright, so, wir haben auf jeden Fall noch einige Gelegenheiten, um hier Wundersamen zu sammeln. Countdown am Himmel, dieses Level sieht grandios aus. Ich weiß nicht, ob es grandios ist. Also wir haben hier überall solche Mini-Plattformen. Nein! Hi! Ich grüße dich, wunderbare Melon-Piranha-Pflanze. Bitte schieß uns nicht irgendwo gegen Münzen. Das wäre ganz cool. Aber das Level sieht bisher human aus. Oh, Mann! Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr, wenn einfach so random Gegner erscheinen, die uns so hops nehmen. Ich weiß nicht warum. Okay, Mittelflagge haben wir schon mal. Wir müssen nur auf die Geschosse warten. Nicht. Ich bin jetzt Game Over, ne? Nee, ein Leben habe ich noch, okay. Ein Leben haben wir noch. Dann sind wir erst Game Over. Egal. So, also eine schöne Feuerblume kann man noch definitiv mal mitnehmen, oder? Weil ich möchte ehrlich gesagt nicht mehr so eine blöde Bohne essen. Es juckt mich die Bohne, Freunde. Kann man, glaube ich, so sagen. Okay, lieber Stachi. Wirf einfach, spring einfach in den Tod. Stachi, es war mir eine Ehre, mit dir hier rumzustacheln. Au, Hilfe. Nein. Warum habe ich diese dreckige Blume? Warum habe ich die aktiviert? Okay, alles gut. Wir schweben jetzt mit der Wolke hier drüber. Sollten wir Game Over gehen, ist es vollkommen in Ordnung. Ja, das werden wir nicht schaffen, oder? Werden wir das schaffen? Bitte, liebe Wolke, bleib bei mir. Ist ja noch ein Lucky Two. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir den snacken können. Wobei, guck mal, wir können diesen Glitch hier nutzen. Ich weiß nicht, ob es ein Glitch ist oder ob es bewusst gemacht worden ist von Nintendo. Aber dass wir solche Wände mit dem Abzeichen, welches wir haben, so hochkommen können. Geil! Verschnaufspause immer im Kreis sieht sehr stark nach so einem Level aus, wo definitiv die ein oder andere Münze auf uns war. Ach nee, das wird nicht gut enden. Okay, willkommen zum Glücksrad. Okay, wir haben dreckiges Geschirr, steht da drauf. Das hier soll nach dreckigem Geschirr schmecken. Ich bin sehr gespannt aufs Ergebnis. Boah, also für einen Bissen war das ziemlich ekelhaft. Aber jetzt gerade geht's. Aber der erste Bissen war... Okay. Dann gucken wir uns nicht den Anschluss verlieren, so ein bisschen genauer an. In der Hoffnung, dass wir hier nicht den Anschluss verlieren. Und ich habe das Gefühl, dass wir den Anschluss definitiv hier verlieren werden, weil irgendwie, weiß ich nicht, sieht dieses Level... Nein, nicht fallen lassen. Danke, dass du das nicht fallen lässt. Boah, nein! Ich sag doch bitte nicht fallen lassen. Warum versteht das Level das nicht? Kann man dieses Level wirklich komplett überjumpen? Guck mal, wir sind schon bei der Mittelflagge. Okay, ich glaube, spätestens jetzt haben wir ein dickes Problem, oder? Ey, das ist voll in Ordnung. Also von mir aus kann ich von solchen Elektrodingern angegriffen werden. Solange die mich nur mit Münzen in Ruhe lassen, ist alles easy. Wow, wow, wow. Münze da oben, kein Problem. Als ob dieses Level so easy ist ohne Münze. Oh. Ja, das Leben ist schön. Hallo, liebe Geier. Wuhu! Das war dieser andere Speedrun gerade eben. Boah! Jetzt haben wir 13 Stück. Wir können sofort ins finale Level gehen und haben dann die zweite Welt absolviert in dieser No-Coin-Challenge. Allerdings wissen wir jetzt nicht, was für eine Herausforderung auf uns wartet. Es wartet gar keine Herausforderung auf uns. Schmerzhaft. Wo bekommen wir jetzt noch einen Wundersamen her? Alright, so, wir haben jetzt diesen Lucky Two und können damit die Wunderblume einsammeln. In der Hoffnung, dass hier keine Münzen sind. Oh, Bro, hier sind überall Münzen. Und ich glaube, so einen Stern einzusammeln ist schwierig, weil, ne, zieht ja irgendwie Münzen an. Ist ja quasi wie so ein... Ach, Digga, da ist es. Da ist das Ding. Fang es, ohne was einzusammeln. Fang es. Mario, wir sind jetzt schneller. Komm schon, ich hab nicht mehr lange. Ja, der. Hallo?
Ja, wir haben's. Yes, we made it. Okay, Friendos, rein geht's. Das finale Schloss kann gut werden. Es kann nur gut werden. Wie schwierig wird dieses Schloss gemacht? Wo sind Tücken? Wo sind Fallen? Oh, exakt hier schon mal die erste oder so. Vor allem, man darf auch gar nicht mal so schnell hier durchlaufen, weil überall kann was passieren. Okay. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass es eine Stelle hier im Schloss gab, wo wir nicht vorbeikommen. Die Szene meine ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das schaffen soll. Was passiert, wenn ich dagegen hopse? Ja, ein paar Münzen kommen raus. Na, wunderbar. Das weiß ich nicht. Hier, guck mal. Die Stelle. Ich habe eine Vermutung, wie das klappen könnte. Ich weiß aber nicht, ob die Hitbox funktioniert. Es funktioniert nicht. Und wie genau man diese Situation löst, das schauen wir uns das nächste Mal ein bisschen genauer an. Und von daher verlinke ich dir an dieser Stelle einmal den Part hier, denn dort haben wir pro Münze einmal auf Lego getreten, was super schmerzhaft war. Und hier wird der Part verlinkt, sobald der neue Part online kommt. Viel Spaß!